Sag mir doch mal bitte ganz kurz, was während des Relegationsrückspiels 1860 München gegen Holstein Kiel 2015 passiert ist. Von wegen Spieler, der ruhige Knut Kircher. Mit dem Spieler Schindler, ja, genau. Oder noch anderen reklamierenden Spielern. Ja, das war so eine Geschichte. Also das war morgens schon so bei einer kurzen Konferenz im Stadion in der Allianz Arena, war ich schon klar, die Menschen sind alle nervös. Es könnte ja sein, dass 60 zu Hause in München absteigt aus der zweiten Liga. Holstein Kiel hatte die deutlich bessere Ausgangsposition. Und in dem Spiel selber lag 60 0-1 hinten. 60 hat immer wieder versucht, im Strafraum durch Situationen vielleicht doch noch einen Strafstoßpfiff zu verdienen. Irgendwie wollte ich da aber nicht wirklich aufs Pferd steigen. Zumindest war es für mich nie deutlich genug. Und der Schindler hat sich dann irgendwann mal beschwert. Und ich habe ihn dann zu mir herzitiert. Also und, das ist jetzt ein bisschen untertrieben. Du hast ihn zu dir diktiert. Also nachdem er zu mir abgedreht diktiert, okay, ist, hast also du gut, dann gesagt, ja, kommen Sie her. Siehste, ja, wahrscheinlich irgendwie habe ich es ihm deutlich gemacht, weil so wollte ich dann auch nicht mit mir umgehen lassen und war dann auch irgendwann so ein bisschen emotionalisiert und habe gedacht, Mensch, jetzt muss dir aber was Besonderes einfallen. Du kannst ihm da jetzt nicht gelb geben, weil ich die Information bekommen habe, du pass auf, der hat schon gelb und ich selber in meinen Aufzeichnungen wollte ich nicht nachgucken, denn was machst du? Du guckst ja, wenn du dir nicht sicher bist, kannst du nicht die Notizkarte rausholen und dann ist das Kreuzchen schon bei gelb und dann steckst du die Notizkarte wieder rein. Das ist ja auch inkonsequent. Dann weiß ja jeder, eigentlich wollte er gelb geben, jetzt schmeißt er ihn nicht mit gelb-rot vom Platz. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss dir was ganz Besonderes einfallen, habe ihn dann so deutlich mit dem Finger auf die Brust ermahnt, nachdem das nicht so richtig gefruchtet hat, wurde aus dem Finger die Faust und das sieht natürlich martialisch aus. Und du machst dir in dem Moment keine Gedanken über die Folgen, was könnte denn alles passieren, ja. Auf einmal legt sich der Spieler vielleicht auf den Rasen, dann hast du den Spieler umgehauen, ja, und so, oder solche Dinge. Ist natürlich nicht besonders witzig, es hat funktioniert in dem Moment und danach auch, sagen wir, böser Blick, Ruhe, Spieler ins Gesicht schauen. Ich glaube, war der Vitek von 60. Hat dann irgendwie auch funktioniert. Also ja, das sind besondere Momente in besonderen Spielen und komischerweise bleiben die immer irgendwie hängen.